Das wird heute eine richtig schnelle Nummer. Meine Wurstspieße werde ich nämlich auf dem Mangalgrill von Meteor zubereiten. Das ist ein super kompakter Spießdreher, den ihr in wirklich unter einer Minute aufgebaut bekommt. Glaubt ihr nicht? Dann passt mal auf. Da ist so ein Grillrost dabei, den brauchen wir erstmal nicht. Hier sind die Beine. Hier ist die Dreheinheit. Hier ist eine Wanne. Einmal umdrehen. Ihr braucht keine Schrauben, keinen Schraubenzieher, kein gar nichts. Beine werden einfach angesteckt. Fertig. Dann kommt die Wanne rein. Hinten das Teil, was eure Spieße dreht. Vorne ein Teil, was eure Spieße hält. Dann wird ein Motor mitgeliefert, den hakt ihr einfach nur mit hinten ein. Da ist einfach eine Batterie drin, ihr braucht da keinen Stromanschluss, kein gar nichts für. So, wunderbar. Und dann können eure Spieße auch schon eingehakt werden. Und wie ihr seht, fertig ist der Lachs. Das ist kein High-End, aber es ist transportabel und es ist durchaus stabil genug, dass ihr da 8 Spieße draufstecken könnt, die sich dann durch den Motor betrieben drehen. So, hier habe ich ein paar Briketts drin, die zünde ich jetzt gerade an. Die sind mit so einer Magic-Schicht überzogen, dass sie sich von alleine sozusagen entzünden. Einfach nur gerade eben das Grundfeuer legen und dann brennen die durch. Dauert 5 Minuten, dann sind die einsatzbereit. Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Bratwurstspieße bzw. Bratwurstschaschlik brauchen werde. Ich bereite 4 unterschiedliche Varianten zu. Dementsprechend habe ich hier 4 Sorten von Bratwürstchen. Wir haben eine schöne pikante Salsiccia, wir haben eine Krakauer, wir haben eine klassische Bratwurst und wir haben meine Thai-Barbecue-Bratwurst, die also ordentlich Schärfe hat. Es sind also 4 verschiedene Rezepte. Für die Salsiccia habe ich mir überlegt, nehmen wir ein bisschen Zucchini, Paprika, Zwiebel, also quasi fast klassisch. Durch die Schärfe von der Salsiccia wird das eine herrliche Geschichte. Die Krakauer, da möchte ich gerne auf ein Ding zurückgreifen, was ich vor Jahren mal bei einem Grillbattle mit Klaus gemacht habe. Und zwar Spieße mit Wurst und diesem Knack- und Backbrot. Das hat sich herausgestellt, das ist eine super leckere Geschichte, ist schnell gemacht und wirklich sehr empfehlenswert. Für die klassische Bratwurst habe ich hier mediterranen Grillkäse, auch eine Kombination, die wirklich sehr gut zusammenpasst. Und dann zum Schluss für die Thai-Barbecue-Bratwurst habe ich hier ein paar Drillinge vorgekocht. Die werden gleich mit ein bisschen Öl und meiner Thai-Barbecue-Mischung vermischt, dass wir also schön scharfe Kartoffeln bekommen, die dann eben auf den Spieß wandern. Das sind die Sachen, die ich brauche. Die Kohlen glühen durch und würde ich sagen, legen wir los. Ich beginne damit, dass ich erstmal die Drillinge mariniere. Die habe ich gerade vorgekocht. Die sind auch warm. Das ist ganz gut. Dann nehmen sie nämlich zum einen das Aroma ganz gut an und zum anderen müssen wir sie gleich auf dem Spieß nicht ewig erhitzen. Einmal ein bisschen Öl drüber geben und dann so einen guten Esslöffel, wenn der Wind nicht die Hälfte wegbläst, von meiner Thai-Barbecue-Gewürzmischung. Das Ganze jetzt einmal kurz durchrühren, dass die Kartoffeln schön mit dem Rub benetzt werden. Thai Barbecue, wer es nicht kennt, ist meine Gewürzmischung mit Thai, Basilikum drin, Chili, getrockneten Zwiebeln, die noch angeröstet sind. Leute, die schmeckt einfach großartig. Ingwer natürlich mit dran und eine ganze ordentliche Ladung Thai Chili. So, wunderbar, die Kartoffeln sind vorbereitet, stelle ich gerade beiseite. Weiter geht es mit dem Gemüse für meine Salsiccia-Spieße. Da habe ich hier eine Zucchini, die werden wir sicherlich nicht in Gänze brauchen. Ich schneide da jetzt erstmal so Stücke draus, beziehungsweise ich viertel sie. Und mache dann so Würfel. Wichtig ist ja, wenn ihr diese Schaschlikspieße steckt, die dürfen nicht zu breit werden. Ich werde also die Wurst nicht in solchen Stücken da drauf packen, sondern das wird relativ überschaubar sein. Deswegen habe ich schon Gemüse gewählt, was sich sehr klein schneiden lässt, beziehungsweise was eben da auch dann gut drauf passt. Da habe ich jetzt hier so kleine Mini-Paprika. Auch da wieder kleine Stücke von schneiden. Dann habe ich hier jetzt noch eine rote Zwiebel. Die wird erstmal geschält. So, die Kohlen gehen schon richtig ab. So, jetzt gehe ich einfach hin und zupfe mir hier die Viertelscheiben von der Zwiebel runter, dass wir da gleich besser drankommen. So, wunderbar. Nächste Vorbereitung abgeschlossen. Jetzt habe ich hier meinen Knack- und Backteig und den friemeln wir jetzt gerade mal auf. Ich weiß, die Dinger sind nicht wirklich beliebt, aber manchmal sind sie einfach nur praktisch. Wenn man sich da mühselig dran macht und einen Hefeteig rührt, dann ist das hier tatsächlich eine adäquate Lösung. Es geht schließlich um Wurstspieß und keine Atomphysik. So, und damit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. 8 Spieße gilt es zu stecken. Los geht's. Ich beginne mit der Salsiccia. Die sind ja nicht wirklich groß. Die werden also einfach nur gerade
halbiert, das reicht schon. Dann habe ich hier mein Grillgemüse, schnappe mir die Spieße und dann fangen wir an zu stecken. Das Schöne an den Spießen ist, die sind so abgeflacht. Das heißt also, die Sachen, die ihr da drauf steckt, die werden dann nicht frei drehen, sondern das verkantet dann so ein bisschen. Das ist sehr gut. So, erster Salsiccia-Spieß fertig. Sieht wunderbar aus. Weiter geht es mit den Krakauern. Auch da schneiden wir Stücke draus. Und dann habe ich jetzt hier meinen Teig. Den drücke ich mir gerade, oder den ziehe ich mir gerade lang. Pro Spieß nehme ich 3 von diesen Teigen. Nehme mir jetzt hier so einen Spieß, stecke das auf, dann ein Stück Wurst. Dann wird der Teig oben drüber gezogen. Wir haben ein bisschen Platz, lassen es gerade überfallen, stecken das nächste Stück Wurst auf, ziehen den Teig wieder über die Wurst drüber. Nächstes Stück Wurst und den Teig wieder drüber. Dass das Ganze dann so aussieht, dass dann hier das Brot entsprechend garen kann und da die Wurst gegrillt wird, das ist eine richtig geile Geschichte. Ich sehe, wir kriegen maximal 2 von diesen Knack- und Backbrötchen auf den Spieß drauf. Macht aber nichts, ich wollte euch einfach hier eine Vielfalt zeigen. Also von daher habt ihr noch ein bisschen Proviant zum Nachstecken. Machen wir gerade die anderen fertig. So, die Krakau-Spieße sind auch fertig. Die sehen fantastisch aus, können auch beiseite. Weiter geht es mit der Thai-Barbecue-Bratwurst. Die bringt ja, wie gesagt, eine schöne Schärfe mit. Da also jetzt auch einfach die Wurst auf den Spieß stecken. So einen marinierten Drilling hinterher. Quasi Wurst mit Beilage. So, Thai-Barbecue-Bratwurst, Spieße ebenfalls fertig. Und jetzt bleibt noch die klassische Bratwurst zusammen mit dem Grillkäse. Grillkäse, ich weiß, er polarisiert ein bisschen. Ich und meine Familie, wir lieben ihn. Dementsprechend haben wir den immer im Haus. Und der wird jetzt auch einfach dann abwechselnd mit der Wurst auf den Spieß gesteckt. So, das geht wunderbar auf. Hervorragend. Bratwurstspieße, Thai-Barbecue-Bratwurst, Krakauer und Salsiccia-Spieße fertig gesteckt. Die Kohlen sind durchgeglüht, deswegen geht es jetzt am Mangalgrill weiter. So, Zeit, die Spieße einzustecken. Die Kohlen sind durchgeglüht und haben ordentlich Hitze. Also die Spieße hier rein. So, und dann lassen wir sie jetzt mal ihre Bahnen drehen. Brauchen sie eine gute Viertelstunde, das wird großartig. So Leute, eine gute Viertelstunde später, schaut euch diese Spieße an. Die sehen absolut fantastisch aus, die Wurst ist hervorragend gebräunt. Es riecht fantastisch und ich würde mal sagen, die Spieße kann ich abräumen, denn die sind fertig. Jetzt wird probiert. Schaut mal her, das Brot sieht richtig geil aus. Da strahlen also meine Bratwurstspieße in der Sonne um die Wette. Die sehen absolut fantastisch aus, waren ganz einfach zu machen, lassen sich super vorbereiten und dann auf dem Meteor-Mangal-Grill zubereiten. Den verlinke ich euch gerne unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch einen Rabattcode, wo ihr nochmal ordentlich auf das Gerät sparen könnt. Und dann könnt ihr demnächst schöne Bratwurstspieße machen. Ich zeige euch noch ein anderes Video damit. Das ist eine richtig klasse Geschichte, ruckzuck aufgebaut, wirklich einfach zu bedienen und tatsächlich nicht wirklich teuer. Schaut also gerne unten in die Videobeschreibung. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde sagen, wir starten mit dem Klassiker, richtige Bratwurst mit etwas Grillkäse. Es ist sehr heiß, Leute. Aber es sieht fantastisch aus und zum Wohl. Meine Familie und ich, wir stehen einfach auf Grillkäse und Bratwurst. Wenn ihr einfach nur diese 2 Sachen habt, das reicht schon im Prinzip vollkommen aus. Da muss es gar kein Brot dazu geben. Nichtsdestotrotz haben wir Brot und zwar hier. Schaut euch das an. Die sehen absolut fantastisch aus mit der Krakauer. Das versuche ich mir jetzt mal hier so. Das Brot ist richtig kross geworden. Das versuche ich mir jetzt mal hier runter zu zupfen. Und dann seht ihr, haben wir hier das Stück Wurst in dem gebackenen Brot. Zum Wohl. Das ist wirklich eine heiße Kiste. Und wie gesagt, schönes Fingerfood. Könnt ihr direkt vom Spieß runternehmen auf die Hand. Eine richtig gute Geschichte. Dann haben wir hier meine Thai-Barbecue-Bratwurstspieße mit den Kartoffeln, mit den Drillingen. Wie gesagt, die Drillinge auf jeden Fall vorkochen. Und dann habt ihr hier eine schöne Kombination aus Kartoffeln und Wurst. Zum Wohl. Der Geschmack alleine von den Drillingen mit dieser Thai-Barbecue-Mischung ist schon ein Traum. Und dann noch die Bratwurst hinterher, saftig mit dem reichlich Zitronengras und, das muss man sagen, einer schon amtlichen Schärfe. Das passt wirklich hervorragend zusammen.
Geile Nummer. Die Kartoffeln entschärfen es tatsächlich noch so ein bisschen. Auch sehr, sehr cool. Ja, und dann guter Letzt hier die Salsiccia mit dem Grillgemüse sozusagen, ne, mit den Paprika, mit den Zwiebeln. Das geht eigentlich immer. Auch hier habe ich eine pikante Salsiccia gewählt. Die hat also schon ein klein bisschen Bums. Das passt aber dann perfekt zu dem Gemüse dazu. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Den Link zu Meteor Mangalgrill findet ihr unten in der Videobeschreibung zusammen mit dem Rabattcode. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und dann steckt gerne mal ein paar Bratwurstspieße. Eine Runde durch den Supermarkt, alles auf den Spieß gesteckt, ab auf den Mangalgrill. Eine super Geschichte, lässt sich super vorbereiten. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnent meines Kanals sein, könnt ihr das gerne unten auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, bei Instagram ist der, hat hier vorne eine Insta-Story gesehen. Schaut da gerne vorbei, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachstecken. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.